Jo, meine Freunde, ihr wisst Bescheid, bald fängt die Tour an. Teens for Cash. Teens for Cash. Am 17. Februar geht's los. Ja. Am 18. Natürlich ist Geburtstag, ja, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr dem Faith gratulieren? Genau, in Osnabrück. Auf jeden Fall 10 Dates in Deutschland, Schweiz, Österreich, folgen alles noch. Wir gehen überall hin, wie immer. Macht euch keine Sorgen, hier ist Schweiz und Österreich. Wir kommen vorbei, wisst ihr Bescheid. Kommt auch vorbei. Und in diesem Sinne, wir gehen jetzt erstmal in Kiffen, habe ich das hab ich gehört. Kippe weg. Sag ich mal, lass mal ordentlich einen Buffen jetzt hier, der haben wir ja versprochen so. Der Kollege, der kifft ja normalerweise gar nicht. Ich, ja. Nein, Quatsch. Ich war letztes Mal, wo ich gekifft habe, war mit Wispo, als ich Kollege-Album aufgenommen habe. Das ist ja ewig her. Ich glaube, da knallt mich jetzt richtig weg. Mal gucken, bin ich mal gespannt. Und dann geht's ab. Mein Widow ist das übrigens hier. Und dann geht's ab ins Rotlicht. Zu den Noten. Da ist ja gar nichts drin. Gib uns doch mal eine Theke, da ist gar nichts drin. Boah, ich bin schon richtig high, Alter. Ich glaube, die Mütze schippert mehr als der Joint heute. Übrigens, wisst ihr das schon? Ich mache jetzt ein Album. Ich mache ein Album ganz groß. Ist wieder an der Zeit, ist ja Geld ausgegangen. Und läuft das mit dem Album? Wie weit bist du denn schon so? Ich bin da schon. Slick denkt, ich bin nicht so weit, wie ich eigentlich bin. Aber ich werde ihm noch zeigen, dass ich Tracks hingegen gemacht habe. Auch ein toller Slick-Disc drauf. So ein Track über Slick, sage ich nicht gegen Slick. Und Cass war Album ein bisschen in der Mache, deswegen ich komme jetzt zuerst und. Ja, wird wieder ordentlich gelacht. Kommen auch ernste Themen auf den Tisch. Und, auch ernste Themen diesmal? Ja, natürlich. Oder? Viel sogar. Oder sind denke ich, schon mal deine Fans auch gespannt drauf? Ja, da hat es mich ganz gespannt. Nicht übertrieben oder so, ist einfach so. Einfach der komische Faith, der irgendwie ein bisschen anders ist. Weißt ja? Ja. Das hört sich ja gut an. Ja. Das hört sich alles vielversprechend an. Ja. Leute, checkt das neue Favorite-Album aus. That's it. Ich habe noch nichts gehört davon, ich weiß gar nicht, was da auf uns zukommt. Der könnte aber noch nie Favorite in dem ganzen Leben gehört, von daher hat er auch keine Ahnung, was ich da überhaupt mache. Die Features wurden mir mal aufgezwungen, schon damals kaputt gemacht, hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf, weißt du? Ja, auch nicht. Ich bin eher so der Bonkeeper, ne? Wisst ihr, ich eher der Bonkeeper bin. Eine Haschflasche. Da baut man sich, nimmt man sich so eine Cola-Flasche in 1,5 Liter. Da wird richtig einer Horn aufgebockt. So eine Katze trinkt immer das Bonwasser aus. Ja, meine Katze. Wie heißt sie? Stefan, ne? Stefan, meine Katze heißt Stefan. Immer ordentlich ein Horn aufbocken. Mit den Jungs. Jetzt kann ich ordentlich Animal Planet und schöne Doku gucken, Alter, und dann ist darauf vorbei, oder? Ja. Heute Abend schönen Cheech und Chong. Ich erinnere jetzt mal an Burger King, oder? Ja, Burger King, ne? Ja, erstmal gegen Burger King. Ich zieh mal an. Wie geht das? Ich kann dich nicht bewegen, der Ding hier lassen. Bleib zu. Keine Ahnung. Der Boss sieht ein Faust ins Auge. Nur Scheiße, hier so ein Arsch oder was? Du brauchst im deutschen Rap erstmal einen richtig schönen Arsch drin. Muss ich bezahlen. Okay, Fresskick der Erste. Wir waren jetzt erstmal Burger King hier einkaufen gewesen. Und schaffen wir, oder? Ja, haben wir bezahlt, 50 Euro. Ja, nee. Hab ich bezahlt. Der Boss hat wieder kein Geld dabei. Und
erste Runde, meine Freunde. Ja, dann haben wir drei eingekifft und dann bin ich weitergefressen. Auf jeden Fall. Guten Appetit. Ja. Jo. Freunde, jetzt sind wir hier fertig, aber das war irgendwie noch nicht genug. Ich hab noch Hunger, wie ist es auch bei dir? Ich will noch einen kiffen. Ja, ich will auch noch einen buffen und dann geht's weiter. Und ich ein Headquarz mir jetzt. Jo. Riecht nach Weed. Nach Weed und Fick. Ich predige hier einmal, es geht nichts über so einen originalen Porno, halt DVD, in einer super Quali. Ich meine, viele sind eben auch kostenlos im Internet am Wichsen, aber es ist wirklich ganz anderes Wichsvergnügen, wenn man dann mal eigentlich wirklich so einen richtigen Porno hat. Richtig schön Doppel-DVD für 30, 40 Euro. Richtig schöne Top-Qualität. Das kann man hier auch über den Fernseher mal gucken und nicht über so einen Monitor oder so. Das kommt schon noch ganz anders rüber. So. Da sind auch immer gute Making-ofs dabei mit Interviews mit den Darstellern. Das interessiert mich halt persönlich immer, ja. Die Hintergründe so ein bisschen. Ne? Ja. Animal und Bizarre Films. Gehe ich auf jeden Fall mal rein. Und erst einen gebufft, gefressen und erst einen Alter, da drin ganz schön gestunken irgendwie. Ich meine meine Hose. Man sieht hier noch einige Spuren von Slicks dunkler Vergangenheit. Da hat er sich verewigt. Der Balkan-Mafia. Man wird der Balkan-Mafia im Rotlicht. Komm, und ich zeig dir, wo ich herkomme. Damn! Ja, liebe Freunde, Kollege der Bosch immer noch in Amsterdam unterwegs mit seiner Kollegin, mit seiner Rap-Kollege Favorit. Wir haben langsam wieder Hunger, wir haben viel gekifft heute. Wir holen uns hier für die belgische Waffel. Die sind auch wieder gut für die Massephase, die ich eingeläutet habe. Ja. Und ich kann nicht mal Deutsch, weißt du? Ja, was geht ab, Favorit hier? Wir wissen Bescheid, Dienstag Cash-Tour und mein Album kommt auch noch. Ich schätze, im April wird es soweit sein. Ich bin dabei und ihr könnt gespannt sein, so ich gebe auf jeden Fall Gas und gebe jede Menge Faith dann für euch. Ich freue mich, ihr euch wahrscheinlich nicht so. Oh, Team von Cash, ne? Das Ding, mir ist halt rumgeholt, hat gesagt, Faith, du bist so fett geworden, du musst wieder abnehmen. Dann nehme ich ab, also einen Tag mal unterwegs in Amsterdam und direkt wieder alles. Weil ihr die ganze Zeit fressen, die Schweine. Der Unterschied ist, die geht zwischendurch noch laufen, weißt du, ich sitze mir zu Hause hin und das war. Gut Galja, gut Galja. Aber der steht mir jetzt, oder? Ja, das ist aber eher, das ist ja Slicks Größe, oder? Ich habe eingewachsene Zehennagel, ich muss den so tragen. Das ist ein weltberühmter Holzschuh aus Amsterdam. Woher kommt der Trainer eigentlich, oder? Scheiße. Keine Ahnung. Also ich mal bei Galileo, falls ihr mal bei Galileo seht, warum es die Schuhe gibt, erzählt mir mal. Kommt dann auf Tour vorbei und sagt mal, hey mal Fair, wir wissen, warum es die Schuhe gibt. Ja, der Tag geht langsam zu Ende, Freunde. Schade. Wir sind bald am Ende unserer Tour, wir gehen nochmal was essen. Und alles weitere auf Tour kommt auf jeden Fall vorbei. Teens for Cash Tour, 17.02. geht's los, nicht vergessen. Checkt das aus. Die Amsterdam Tour ist vorbei, dafür geht die Teens for Cash Tour los. Und nicht vergessen, mein Album kommt auch, ich bin jetzt dabei. Und wir sehen uns auf jeden Fall und macht gut und kifft nicht so viel. Teens for Cash, Mann.